Guten Tag, mein Name ist Norman Fleig aus dem Service Center der Haftpflichtkasse Darmstadt. In unserer Reihe HK-Wissen kurz erklärt möchten wir Ihnen häufig gestellte Fragen kurz und verständlich beantworten. Unser Thema heute ist die Mehrfachversicherung innerhalb der Hausratversicherung, dem sogenannten Pro-Rata-Verhältnis. In der Hausratversicherung ist es zulässig, dass ein Versicherungsnehmer bei mehreren Versicherern eine Hausratversicherung abschließt. Die Versicherungssumme aller Verträge muss dem Versicherungswert entsprechen. Es kommt auch dann zu einer Mehrfachversicherung, wenn zum Beispiel zwei Personen zusammenziehen und einen Haushalt gründen und jeder eine eigene Hausratversicherung mitbringt. Wichtig ist in diesem Falle, dass die Versicherer über das Bestehen aller Verträge informiert werden und gegebenenfalls im beschriebenen Beispiel die Versicherungssummen angepasst werden, da eine Überversicherung zu vermeiden ist. Doch wie sieht es im Schadenfall aus? Im Schadenfall leistet jeder Versicherer in Höhe des von ihm versicherten Anteils. Hierzu ein Beispiel. Familie Müller besitzt Hausrat im Versicherungswert von 50.000 Euro. Hierzu bestehen zwei Verträge mit jeweils 25.000 Euro Versicherungssumme. Nun passiert durch ein Feuer ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Jeweils beide Versicherer leisten entsprechend ihres Anteils. In diesem Fall erhält Familie Müller 5.000 Euro von jedem Versicherer. Noch einen Hinweis. Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann dieser verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme entsprechend reduziert wird. Dies erfolgt dann zu dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme beim Versicherer. Falls Sie noch Fragen haben zu diesem oder auch einem anderen Thema, rufen Sie uns bitte an. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und eine gute Zeit.